Hast du dich schon mal gefragt, was wir Autoren von einer Scheibe Toastbrot lernen könnten? Nein? Auch egal. So oder so, die Antwort gibt's in meinem heutigen Schreibespresso. Hallo, ich bin Katja Kutsch bei der Romanschule. In unserem wöchentlichen Schreibespressi geht es immer um Themen rund ums Schreiben, die entweder bei uns in der Facebook-Gruppe diskutiert werden oder auch in unseren Coachings bei der Ausbildung zum Romanautoren zur Sprache kommen. Und ich glaube, das Thema Kritik ist für jeden Autoren elementar wichtig. Es ist Fluch und Segen gleichzeitig, weil natürlich brauchen wir Kritik, um uns weiterzuentwickeln, um unsere Texte auch noch besser zu machen, noch mehr zu schleifen. Aber sie ist natürlich auch gefürchtet, weil einfach auch manchmal Kritik sehr weh tut, eben nicht konstruktiv ist und damit dann im schlimmsten Fall wirklich auch ein bisschen die Blockade treiben kann. Und das Thema wurde jetzt gerade bei uns in der Facebook-Community ganz wild auch diskutiert und es war auch einfach die Frage, was ist eigentlich gute Kritik? Worauf kommt es an bei der Kritik? Und wie kann man mehr oder weniger auch als derjenige, der kritisiert, Kritik geben? Beziehungsweise was erwartet man als Autor von demjenigen, der den Text sich anguckt? Und wir bei der Romanschule etablieren in der Ausbildung zum Romanautoren schon von ganz am Anfang die sogenannte Sandwich-Kritikregel. Also das heißt, unsere Teilnehmer kritisieren und feedbacken nach dieser Regel und da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf, einfach weil wir möchten, dass einfach auch die Teilnehmer sich respektiert fühlen, angenommen fühlen, gesehen fühlen, dass es eine Augenhöhe gibt und nicht so dieses, das ist aber doof und dein Text ist doof, weil oft ist es ja so, selbst wenn es nicht so gemeint ist, dass man daraus nimmt, du bist doof und du kannst nicht schreiben. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass das nicht passiert, dass wir einfach diese Regel haben, damit auch die Teilnehmer, die kritisiert werden, sich letztendlich auf diesen fachlichen Bereich der Kritik konzentrieren können, einfach auch sehen, ah, okay, da ist vielleicht noch zu wenig Show im Text, das kann ich ändern. Das heißt, wir wollen das von dieser emotionalen Ebene, die es ja auch ganz oft bedeutet, wegholen auf die wirklich fachliche Ebene, auf die konstruktive Ebene, sodass man wirklich auch ohne sich gekränkt zu fühlen akzeptieren kann, dass vielleicht der Text noch gewisse Schwächen hat. Wie funktioniert das jetzt? Sandwich ist ja letztendlich mehrschichtig und die Kritik ist es genauso. Also wir haben als Ausgangssituation erstmal ein weiches Brot, ja, das schön puffert. Und das sieht bei uns so aus, dass wir einfach sagen, wir fangen mit etwas Positivem an. Weil natürlich ist es so, dass Kritik immer eher so gewertet wird oder auch verstanden wird, okay, ich soll da jetzt die Schwachstellen raussuchen, ich soll Erbsen zählen. Aber es ist auch ganz wichtig, die Stärken eines Textes hervorzuheben und zu sagen, Mann, an der Stelle hat mir die Metapher richtig gut gefallen, der Dialog war so spritzig, der war richtig super, ich habe die richtig im Ohr gehabt. Oder deine Figur ist so unglaublich sympathisch und ich finde das mega, wie du da irgendwie mit der in die Szene einsteigst. Das heißt, wir steigen mit einem positiven Feedback ein, weil auch das ist Kritik, es ist positive Kritik. Es ist, wenn ihr euch jetzt die Rezensionen anguckt, ja, die Kritiker, auch die, wenn jetzt ein Theaterstück gut war, steigen oder sagen ja auch was Gutes. Und das ist wichtig, weil wenn ihr was Positives als erstes einbringt, hat der andere schon mal so eine Art Schutzschicht. Ja? Der kann sich mit diesem Stück Brot puffern. Und es ist einfach eine schöne Atmosphäre, die dadurch kreiert wird. Man ist sich freundschaftlich gesonnen, man ist halt irgendwie auch respektvoll im Umgang miteinander. Und dann ist man bereit für die zweite Schicht. Das ist dann sozusagen die Kritik im landläufigen Sinne. Konstruktiv an den Punkten ansetzen, wo man noch was verbessern könnte. Und auch da ist es so, dass man das nicht einfach nur dahin knallt und sagt, das ist doof, das hat mir auch nicht gefallen und da finde ich, was soll das denn überhaupt? Sondern auch da ist es eben bei der Sandwich-Regel so, dass man erstmal in Ich-Botschaften bleibt. Ich persönlich finde, das ist was ganz anderes, als etwas zu sagen, wenn du es so und so machst, dann. Weil das ist dann eine Behauptung, also oder eine Maxime, also wenn es so ist, wird es super, damit gibt man in gewisser Weise dem anderen, auch wenn man das nicht so meint, das Gefühl, ich weiß es besser und wenn du es so machst, wie ich es glaube, dann wird der Text auch gut. Aber das ist natürlich das Thema und eben werde dann auch vielleicht auch merken jetzt, so, ja, aber wenn ich das kritisiere, ich will ja gar nicht, dass der andere das so empfindet. Es sind trotzdem psychologische Dinge, die da im Kopf vorgehen, die das dann halt so bringen. Und dann geht der andere direkt auch in so eine Art Defensive und nimmt dann vielleicht gar nicht mehr so wirklich wahr, welchen wahren Kern diese Kritik hat, weil er sich angegriffen fühlt, weil er sich in gewisser Weise verletzt fühlt. Und dann gehen die Schotten dicht. Ja, da ist dann vielleicht eben dieses Sandwich zu dünn, weil auch da kann man natürlich ein Loch durchpopeln. Und darum ist es ganz wichtig, an so einem Punkt auch wirklich in der Ich-Botschaft zu bleiben, zu sagen, für meinen Eindruck, aus meiner Erfahrung, ich persönlich würde das und das besser finden, weil. Und das ist der nächste ganz wichtige Punkt dieser Kritik,
immer auch erklären, warum. Und das ist jetzt das Gemeine, also das kann natürlich jetzt ein normaler Testleser nicht, weil der vielleicht einfach eben auch dieses Handwerkszeug nicht beherrscht, weil der irgendwie vielleicht auch gar nicht erklären kann, warum gewisse Eindrücke sind. Und auch das ist wichtig, aber das ist letztendlich immer der letzte Schritt, wenn das wirklich, wenn ein Text von Profitestlesern auch geschliffen wurde, dass man dann das an den normalen Leser gibt und dann wirklich noch abzuklopfen, gibt es da irgendwo noch Kanten und Stolpersteine, die ich ausmerzen muss. Aber da kann der Testleser in der Regel nicht sagen, mach das so, dann ist besser, sondern er sagt einfach, da hat mich was gestört, ich weiß aber nicht warum. Und dann müsst ihr es wieder mitnehmen, drauf gucken und so weiter. Aber bleiben wir jetzt mal bei dieser Profisituation, weil ein Profitestleser kann euch auch erklären, warum er das denkt. Man kann zum Beispiel sagen, hier finde ich, hat der Text Längen, weil du machst sehr viel Tell oder du erklärst Sachen, die eigentlich schon klar sind, weil aus dem Dialog kommt das ja schon raus. Und das sind eben ganz wertvolle Informationen, also auch für denjenigen, der kritisiert, wichtig zu erklären. Ich persönlich glaube, der Text würde gewinnen, wenn, weil. Und dann kann man eben diese Texte machen und auch da, je nachdem, wie lang der Text ist, greift euch so drei Sachen raus, die am wichtigsten sind, die am größten sind, zumindest für den ersten Durchgang, weil erfahrungsgemäß, wenn man dann und dann das und dann noch das und das gefällt mir auch nicht und dann war das noch, macht der andere auch irgendwann dicht. Konzentriert euch auf drei, vier Fakten, die ihr am markantesten findet in dem Text. Gebt dann diesen Impuls. Ihr macht eine Empfehlung. Ja? Ihr sagt, ich glaube, es würde besser, wenn. Weil. Und dann braucht natürlich jeder Sandwich noch einen Deckel. Dann wollen wir letztendlich aus dieser Kritiksituation wieder mit etwas Positivem aussteigen. Also entweder rekapituliert man dann nochmal, was man gut fand, oder auch, was man generell vielleicht, gerade wenn man öfter Texte voneinander liest, da sagt, aber wieder war es ein Text, wo ich finde, dass du ganz besonders mit deinen Dialogen hervorgestochen bist, oder so wie immer, wenn du deinen augenzwinkernden Stil machst, dann, und das hat man da und da besonders gut gesehen. Und jetzt kann man natürlich denken, okay, Bienchen, Blümchen, alles schön eingebaut sein, aber Kritik muss auch richtig knallen. Muss sie nicht, weil, wie gesagt, wenn der andere das dann nur hört, so dieses schlecht, 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 macht er eher dicht. Wenn er aber hört, das war richtig super, hier könnte man noch drehen, finde ich, weil, und insgesamt wieder, ne, so und so, dann ist es ein rundes Paket, wo man in einer Atmosphäre ist, wo nicht sofort eben dann die Defensive hochfährt und wo man dann auch hören kann und sich auf diese fachlichen Punkte konzentrieren kann, rausnehmen kann, was davon möchte ich umsetzen und was nicht. Und das schließe ich noch schnell an, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sowohl fürs Kritisieren als auch fürs Kritisiert werden. Wenn derjenige, der den Text gelesen hat, ja, also anders, derjenige, dessen Text kritisiert wurde, sollte sich bitte, bitte bedanken, auch wenn da nicht viel drin ist, was ihm jetzt weiterhilft oder viele Dinge, wo er eine andere Meinung hat. Trotzdem hat da jemand viel Zeit, Mühe und Kraft investiert, um diesen Text auseinanderzunehmen. Deswegen bedankt euch dafür. Das ist ganz wichtig. Auch das hat was mit Wertschätzung zu tun. Revanchiert euch. Ja? Wenn einer eure Texte liest, liest auch die Texte der anderen. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Und für denjenigen, der den Text gelesen und kritisiert hat, ihr könnt nicht erwarten, dass der andere jede eurer Kritikpunkte umsetzt. Das heißt, seid nicht enttäuscht oder sowas wie, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben und jetzt hat er davon gar nichts umgesetzt. Das sind trotzdem wichtige Denkimpulse, die ihr da gebt, Hilfestellungen, die ihr leistet. Und deswegen akzeptiert auch, dass der andere vielleicht sagt, danke, aber nein, danke, weil, und das ist für euch alle das Allerwichtigste, jeder Autor bleibt letztendlich der Schöpfer seines eigenen Textes, derjenige, der da halt die Stränge zieht. Und das ist auch in Ordnung. Manchmal ist man noch nicht bereit für gewisse Änderungen. Dass man die Rückmeldung bekommen hat, dann kann das im Hinterstübchen arbeiten und vielleicht kann man das erst 2, 3, 4 Wochen später wirklich umsetzen. Aber bleibt da eben in einem konstruktiven, freundschaftlichen, kollegialen, respektvollen Umgang miteinander. Jetzt würde mich sehr interessieren, welche Erfahrungen hast du mit Kritik gemacht? Was waren richtig gute Erfahrungen? Was waren aber auch richtig, richtig schlimme Erfahrungen? Teile es hier unten in den Kommentaren mit mir, mit anderen Autoren. Tauscht euch darüber aus, unterstützt euch gegenseitig. Und kennst du die Kritik schon, diese Sandwich-Kritik, und betreibst du die vielleicht schon? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch auch sehr, sehr gerne ein Herzchen oder einen Daumen hoch da. Und wenn du andere Themen hast, die dir schon länger auf der Seele brennen, wo du das Gefühl hast, ach, ich komme da irgendwie alleine nicht weiter, dann komm doch sehr gerne in unsere Facebook-Gruppe, werd Teil unserer Community. Da gibt es ganz viele tolle andere Autoren, die dir da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und auch wir Coaches von der Romanschule tummeln uns da, greifen immer wieder auch Themen, so wie jetzt, aus diesem Fundus raus. Und mit ein bisschen Glück ist vielleicht einer unserer nächsten Espressi über deine Frage. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß beim Schreiben, Lesen und Kritisieren.
Weitere spannende Videos zum Thema Romane schreiben findest du bei uns auf dem YouTube-Kanal unter Die Romanschule. Abonniere uns gerne und klicke danach auf das Glockensymbol, so verpasst du keins unserer neuen Videos und bleibst immer auf dem neuesten Stand.